So, slowly, I would like to begin with this later part of the workshop, because we don't have so much time more. Thank you very much for your coming again. Now we are going to have a presentation of Professor Hisayama Yuho from Kobe University. He made his he studied in Kyoto and Heidelberg, and he wrote his dissertation Erfahrungen des Ski, Leibesphäre, Atmosphäre, Pansphäre in Darmstadt in Germany. Thank you very much for your coming to here this time. I'm very happy about your being here, and I'm very looking forward to your presentation now. So please begin. Thank you very much also for the invitation. I apologize for preparing my papers only in German language. I hope you all can understand somehow my talk. Also halte ich jetzt meinen Vortrag auf Deutsch. Das Wort Qi bzw. Qi ist ein Begriff mit vielen verschiedenen Konnotationen. In der ostasiatischen Denktradition spielt dieser Terminus allein schon deshalb eine zentrale Rolle, weil er nicht nur den kosmischen Urstoff des Weltalls, sondern auch die Atmosphäre eines Ortes und auch selbst die Stimmung eines Menschen zum Ausdruck bringt. Also er ist sowohl leiblich als auch psychisch und sowohl innerlich als auch äußerlich, sowohl transzendent als auch immanent. Folgt man den Ergebnissen sinologischer Studien, dann bezieht sich das Qi nicht etwa auf das etwas Abstraktes, sondern vielmehr auf eine sinnlich wahrnehmbare gasförmige Materie, also es geht um etwas Sinnliches, also ursprünglich. Weshalb Keiji Yamada, ein wichtiger Sinologe in Japan, zu dem Schluss kam, dass man sich im alten China das Qi offenbar zuerst als etwas Atmosphärisches vorgestellt habe. Das chinesische Zeichen, wie Sie alle wahrscheinlich wissen, konnotiert seiner Deutung nach einen Hauch oder Dampf, der als weißer Dunst in Erscheinung tritt. Also man erklärt, dass das untere Teil Reis oder reisartige Korn bezeichnet, und die drei Linien oben ist Piktogramm für Dampf, Dunst. Hubertus Tellenbach, ein deutscher Psychiater, der mit Bin Kimura in Heidelberg zusammengearbeitet hat, greift auf diese Vorstellungen in seinem Buch Geschmack und Atmosphäre zurück, wenn er sagt, Zitat, der ursprüngliche Grund, in welchem die Beziehung eines Menschen zum Mitmenschen verankert ist, zeigt in überraschender Eindeutigkeit Charaktere des Atmosphärischen. Der Japaner bezeichnet dieses Ursprüngliche, den Einzelnen vom Ursprung her durchwaltende, ihm das Mitsein stiftende, mit dem Wort Qi. So Tellenbach. Yamada verweist darüber hinaus auf die enge Beziehung des Zeichens zum Wetter und in diesem Kontext ganz besonders auf seine Wesensverwandtschaft mit dem Wind als einer überirdischen Kraft, die ebenfalls mit diesem Wort bezeichnet worden sei. Jene als etwas Göttliches oder als etwas Dämonisches gedeutete, sinnlich erscheinende Macht wohne dem Schriftzeichen Qi immer noch inne. So verstanden würde dem Qi eine religiös-mythologische Konnotation zukommen, ein Gedanke, der sich seinerseits wiederum sehr gut mit Rudolf Ottos Vorstellungen vom Mysterium Tremendum in Verbindung bringen lässt. Die lexikale Einschränkung
des Bedeutungsfeldes von Ki ist also höchst schwierig, weil das Wort ganz unterschiedliche Bedeutungen in divergenten historischen und kulturellen Kontexten umschließt und darüber hinaus, wie Peter Pörtner es mit Recht formuliert hat, der deutschen Sprache gegenüber zumindest eine Doppel-, ja, Gegensinnigkeit konnotiert. Die wortwörtliche Wiedergabe eines derart komplizierten Begriffs erweist sich damit von vornherein als unmöglich. Also es gibt keine direkte Übersetzung von Qi. Kulturkomparistisch interessant ist, dass es trotzdem Versuche gab und gibt, den altgriechischen Begriff Pneuma als eine Entsprechung zum Qi anzusehen. Beide Termini bezeichneten wohl eine Bewegung der Luft und verwiesen damit auf eine Art Lebensenergie, die mit der Atmung oder dem Hauch auf das Engste verbunden ist. Also Pneo, das Verb Pneo ist ich, also bedeutet ich atme. Spätere Zeiten verstanden schließlich sowohl das Qi als auch das Pneuma als die Hauptelemente jenes kosmischen Prinzips, das den ganzen Weltenraum durchfährt. Bei Bin Kimura heißt es, wieder ein Start, dass die Luft bzw. der Wind der Ursprung des Weltalls ist, dass diese Luft als Atem in den menschlichen Körper gelangt und zum Herz oder zur Seele des Menschen wird, scheint eine in der antiken Welt allgemein verbreitete Ansicht gewesen zu sein. Aber heutzutage, im 20. Jahrhundert, scheint diese Auffassung nur noch in China und in Japan, wo man in der Alltagssprache dasselbe Wort Qi ohne jedes Befremden sowohl für Luft und Atem wie auch für menschliche Gefühlswerdungen verwendet, als solche verwendet zu sein, so Kimura. Diskurse über eine mögliche Ersatzbarkeit des Qi durch Pneuma lassen sich aber historisch gesehen in der Geschichte des kulturellen Austausches wie bei Kleja oder Duhalde sogar ins 17. Jahrhundert zurückdatieren. Neben anderen Umschreibungsversuchen blieb durchgängig die Gleichsetzung auch in der modernen Wissenschaft im 20. Jahrhundert bestehen. Und so hat zum Beispiel Joseph Needham in seinem monumentalen Werk Science and Civilization in China verschiedentlich das Qi mit dem Pneuma und auch mit dem indischen Begriff Prana so gut wie gleichgesetzt, ohne allerdings, wie Ulrich Lieblecht mit Recht kritisiert hat, für diese Entscheidung eine auf Fakten aufbauende Begründung zu führen, also ohne Fakten. Auch in Japan spricht zum Beispiel Yoshimitsu Kano oder Keiji Yamada, also das untere, oder Rikuo Ninomiya, sie sind alle Medizinhistoriker, von der prinzipiellen Ähnlichkeit zwischen dem Pneuma und Ki-Begriff. Also ich lese es nicht vor, aber Sie sehen, dass sie ja, mehr oder weniger deutlich behaupten, dass es dazwischen eine Ähnlichkeit oder Verwandtschaft zu finden sind. Folgt man aber den kritischen Überlegungen Lieblechts, dann könnte man hinsichtlich eines positivistischen methodischen Ansatzes bestenfalls von einer möglichen Verwandtschaft von Pneuma und Qi sprechen und selbst das nur unter der Prämisse einer zeitlichen Begrenzung, wobei es sich um die Rückverlagerung der Begriffe in eine ursprüngliche, also das heißt archaische Periode handeln würde. Das ist aber wiederum höchst schwierig, weil eine jede Philologie ihre Grenzen hat und das, eben das ist die Leistung der Philologie, dass sie diese Grenzen, also diese positivistischen Grenzen, also ganz klar aufzuzeigen vermag. Mit dem Wort Geist fanden die Termini Pneuma und das lateinische Äquivalent Spiritus ihren Eingang in die deutsche Sprache.
Also ich beschäftige mich meinerseits zurzeit mit der Begriffsgeschichte des Geistes. Die oben genannten, dem Ki ähnlichen Pneuma-Vorstellungen haben sich bis weit ins 19. Jahrhundert hinein, vor allem im Gefolge hermetischer, pietistischer und alchemistischer Traditionen, unter so bezeichnenden Termini wie Lebensgeist, Hauchgeist, Luftgeist oder Zeitgeist diese mit diesen Kompositionen erhalten. Interessant in diesem Kontext wäre auch, also wenn man das Verhältnis zwischen dem Japanischen und dem Deutschen sieht, dass das Wort Kifu oder Kuki als Geist eines Ortes oder einer Zeit, einer Gesellschaft oder einer Universität übersetzt wird. Aber eben daraus, dass Pneuma und Geist im Laufe der Zeit so komplizierten Umwandlungen unterworfen waren und immer noch sind, resultiert zwingend die Notwendigkeit, eine rein essentialistische Auffassung der Begriffe zu vermeiden, also kein Essentialismus. Trotzdem kann man wohl hiermit konstatieren, das ist meine erste These, dass es auch in der europäischen Begriffsgeschichte oder Geistesgeschichte Termini wie Pneuma oder Geist gab und gibt, die mit dem Ki ähnlich sind und somit dem traditionellen philosophischen Denkrahmen der Substanzontologie entziehen. Allein sie sind deshalb in der Wissenschaft sehr oft ignoriert, unterdrückt oder mystifiziert als Geheimwissen, so wie das Ki in der japanischen akademischen Welt. Also es geht hier eher um das Problem der Wissenschaftskultur, die meiner Ansicht nach verändert werden muss. Und das alles heißt nicht unbedingt, dass es ein wissenschaftlich fundierter Vergleich von Ki, Pneuma und Geist unmöglich sei. Ganz Gegenteil, meines Erachtens könnte sich eine gute Möglichkeit daraus ergeben, wenn man seinen Blick mit der philologischen Herangehensweise kombinierend, also ich bin der Meinung, dass man zunächst einmal auch philologische Arbeit benötigt, aber dann mit der phänomenologischen Methodik auf die den verschiedenen Kulturräumen gemeinsamen Lebenserfahrungen oder Grunderfahrungen richtet. Lebenserfahrungen ist ein Terminus technicus von Hermann Schmitz, Grunderfahrungen von Georg Stenger. Also philologische Recherche plus phänomenologische Analyse. Einer solchen Herangehensweise ist bei der Untersuchung des Ki allein schon deshalb der Vorzug zu geben, weil dieses Wort nicht nur ein abstrakter Begriff der spekulativen Philosophie, sondern auch ein Ausdruck für bestimmte konkrete und praktische Erfahrungen ist, die auch mit der menschlichen alltäglichen Selbstkultivierung viel zu tun haben, wie wir schon vorhin in Bezug auf Iaido oder Kata gehört haben. Das Wort Ki verweist, wie oben schon bereits konstatiert, sowohl auf ein inneres Gefühl als auch auf die äußere Atmosphäre. Berücksichtigt man das breite Spektrum der Ki-Idiome, wird sofort klar, dass die Erfahrungen des Ki immer mit einer räumlichen Dimension verbunden sind. Diese Räumlichkeit ist im Sinne von etwas Bestimmtem aufzufassen. Also es geht um den gestimmten Raum. Also es geht nicht um den mathematischen oder geometrischen Raum. Derart gestimmte, sinnlich wahrgenommene Räume habe ich in meiner Arbeit, also in meiner Dissertation, als Sphären bezeichnet. Wichtig ist dabei, dass diese Sphären weder Oberfläche noch Tiefe hat. Oder anders gesagt, spürt man nur die oberflächlichen Kontakte der Sphären da.
Und da habe ich also in meiner Arbeit drei Stellen unterscheidet. Leibessphäre als das eigene. Also Leibessphäre ist die Sphäre, die man als sein Leib also spürt. Und das ist nicht immer identisch mit dem Körper. Atmosphäre als das andere. Atmosphäre ist die Sphäre, die also meine Leibessphäre also umgibt. Und Pansphäre ist als Mitvollzug von beiden oberen zu denken. Also wenn Sie dieses Schema, also nur dieses Schema sehen, also sagen Sie vielleicht, dass ich allzu dialektisch denke. Aber also dazwischen also erkenne ich keine Aufhebung. Also diese drei können also gleichzeitig existieren. Und wichtig ist auch, dass sie immer sinnlich wahrnehmbar sind oder sinnlich wahrzunehmen sind. Daran anschließend zeige ich Ihnen zum Schluss meines Vortrags ein Beispiel der phänomenologischen Analyse des Qi, das ich in meinem Buch erläutert habe. Es geht um die Unterscheidung zwischen Qi und Kokoro in einem Textbeispiel aus dem Roman von Natsume Soseki. Also, es geht um den Roman Sanshiro. Und Sanshiro ist der Name der Hauptfigur des Romans. Und Mineko ist eine junge Frau, in die Sanshiro in diesem Kontext jedoch nur noch ganz vage verliebt ist. Ich lese eine deutsche Übersetzung, das japanische Original. Sehen Sie auf dem Bildschirm. Der Himmel ist trübe geworden, sagte Mineko. Die Augenschlitze blieben eng, als sie sie gelassen zu Sanshiro hinwandte. Nicht wahr? Er sieht aus wie ein Marmor. Sanshiro blieb nichts übrig, als zu antworten. Ja, genau wie Marmor. Danach schwieg Mineko. Eine Weile verging, bis Sanshiro sagte. Und dann kommt der Kernsatz. Unter diesem Himmel wird Kokoro schwer, aber das Qi wird leicht. Was meinen Sie damit? Fragte Mineko. Sanshiro meinte nichts damit. Ohne zu antworten, fuhr er fort. Es ist ein Himmel, bei dem man beruhigt träumen kann. Was Sanshiro mit seinem Kokoro, das eigene Ich reflektierend, wahrgenommen hat, wirkt schwermachend auf ihn ein, da er im realen Leben verschiedene Schwierigkeiten hat, also seine unsichere Zukunft und das Liebesgefühl Mineko gegenüber. Das trübe Wetter, vielleicht wie jetzt, scheint diese Probleme wiederzuspiegeln, weshalb das Kokoro in der zitierten Szene immer schwerer wird. Dennoch spürt Sanshiro die Leichtigkeit des Qi. Und dies deutet darauf hin, dass er den Kontrast zwischen der Stimmung des Leibes oder Stimmung der Leibessphäre und der durch das Wetter erzeugten Atmosphäre nicht mehr in aller Deutlichkeit verspürt. Woraus dann sein Gefühl der Selbstbezüglosigkeit resultiert, das nenne ich eine pansphärische Erfahrung, dass er unter einem Himmel wie diesem beruhigt träumen konnte. Wenn Sie nähere Erklärungen also brauchen, steht das in meinem Buch, oder? Man könnte in einer solchen Art und Weise auf die phänomenologische Analyse von Qi und Pneuma bzw. Geist in der literarischen Beschreibung hinweisen, solange man dabei keine wortwörtliche und exakte begriffliche Entsprechung verlangt, sondern neue Denkmodelle oder neue Sichtweise unserer Lebenserfahrungen entwickelt. Der kulturwissenschaftlich orientierten Phänomenologie muss es meiner Ansicht nach also darum gehen,
Lebenserfahrungen oder Grunderfahrungen der Menschen transkulturell verständlich zu machen. Meine Sphärenphänomenologie als ein spezifisches Medium für die Erklärung der Key-Erfahrungen, also ein Gegenstand braucht ein Medium, also das wurde auch von vorhin von verschiedenen Vorträgen also gesagt, glaube ich. Und meine Sphärenphänomenologie versteht sich nur als ein Ansatz der weiteren philosophischen Überlegungen. Also versucht werden soll weiter verschiedene Wege zu finden, diejenigen Phänomene, die der japanischen oder altgriechischen oder deutschen Begriffe umschließt, auf eine nicht kulturspezifische oder nicht sprachspezifische Art und Weise transkulturell zu vermitteln. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Also ich werde das nicht als zuwegslos beschreiben, weil man dessen bewusst ist, dass er Pansphäres spürt. Aber es gibt keinen klaren Kontrast zwischen der Leibesphäre und Atmosphäre. Und solche Beschreibungen findest du immer wieder in den Werken von Soseki. Also zum Beispiel, wenn er auch Malerei, also oder wenn die Hauptfigur eines Romans Malerei im Roman also analysiert, also Suibokuka, also dort also, spielt Yohaku, das übrige Weiße, eine große Rolle. Und da also, fließt das Ki, das weder mein Ki ist, noch aber das Ki in der Umgebung von in meiner Umgebung ist. Mein Bewusstsein ist sozusagen mit der äußeren Atmosphäre verschmolzen, also so ungefähr erklärt er. Und also das, um solche Beschreibungen zu analysieren, habe ich den Begriff entwickelt. Also ganz vereinfacht kann man so schematisieren. Also Leibesphäre ist das eigene, Atmosphäre ist das andere, auch wenn es dem Ich ähnlich gestimmt ist. Auch wenn es dem Ich gestimmt ist, bleibt die Atmosphäre etwas anderes als meine Leibesphäre. Aber es gibt auch solche Beschreibungen, Darstellungen, zumindest in den Werken Sosekis, in denen die beiden sich verschmerzen. Also dazu bräuchte man noch einen weiteren Begriff, und das ist Pansphäre. Das, ja. Gut. Ich ging davon aus, dass Hermann Schmitz in seiner neuen Phänomenologie Gefühl und Atmosphäre wesentlich nicht unterschieden
hat. Und das finde ich sehr wichtig, vor allem weil er, also Schmidt, also behauptet, dass das Gefühl etwas Inneres ist. In der Geistesgeschichte so, in Europa, also seit Platon entwickelte und gemachte sozusagen Sichtweise ist. Also das Gefühl kann auch draußen sein und dafür verwendet er, also Schmidt, also viele Materialien aus Homer zum Beispiel. Also deshalb bin ich, also war ich zumindest sehr vorsichtig, die Wörter wie Gefühl zu benutzen, weil das Wort in der alltäglichen Sprache automatisch konnotiert, dass es etwas Inneres ist. Aber also diese Voraussetzung muss man in diesem Kontext überwinden, oder? Ich habe jetzt gefragt nach Ihrer Unterscheidung und nicht nach der Unterscheidung von Schmitz. Mhm. Oder übernehmen Sie einfach die Unterscheidung von Schmitz und wenden das auf Ki an? Also, oder gibt es ein Ergebnis der Untersuchung des Ki für die Unterscheidung bei Schmitz? Also, ja, vielen Dank. Also, das war, also, neue Phänomenologie war mein Ansatzpunkt und ich habe also auch seine Theorien von Gefühl und Atmosphäre großenteils übernommen. Aber also, was ich behauptet habe, ist, dass also, anders. Bei Schmidt spielt der Leib zum Beispiel eine sehr große Rolle. Und Leib ist für ihn schon eine Voraussetzung, was Leib ist für ihn etwas, das das Gefühl und die Atmosphäre überhaupt ermöglicht zu existieren. Aber ich habe die Ähnlichkeiten zwischen Leib und Atmosphäre noch deutlicher zeigen. Deshalb Leibesphäre und Atmosphäre und Pansphäre. Also da, also. Darum meine Frage, wo gehört das Gefühl hin? In die Leibsphäre oder in die Atmosphäre? Diese entweder oder Frage. Oder in Leib und dann wie? Ja, genau. Es geht eher um das Verhältnis zwischen den beiden. Also wenn die Atmosphäre fremd gestimmt ist, dann kann der Kontakt zwischen Leibesphäre und Atmosphäre ein Gefühl erzeugen, also ein fremdes Gefühl wie Sorge oder Angst oder Furcht. Aber wenn die Atmosphäre ähnlich also gestimmt ist, also das nenne ich Heterosphäre und Homosphäre in meinem Buch, dann kann das Verhältnis an sich, kann das Gefühl wie Freude oder Gemütlichkeit oder das Angenehme erzeugen. Und es geht um die Relation, also meiner Ansicht nach. Wenn ich das Gefühl in meiner Sphärenphänomenologie definieren soll. Noch besser, wenn wir über Ki nach Bali das fragen. Danke.
in der alltäglichen Sprache, also in der alltäglichen japanischen Sprache, benutzt man das Wort Kibun, also heutzutage meistens das Subjektive zu beschreiben. Also, und Kibun als Mood könnte man benutzen, aber also seltener. Also Stimmung kann auch beides bedeuten. Und mir fehlt jetzt eine philologische Recherche, aber ich glaube, dass Bun von Kibun auch als Teil zu verstehen ist. Also ein Teil des Ki, das dem großen, sozusagen, also makrokosmischen Ebene, also durchwaltet und durchwählt. Also es geht um ein Teil oder ein Anteil des großen Ki. Also solche, ja genau, so könnte man auch verstehen. Ja, also. Das ist für mich auch eine gute Herausforderung. Aber also das Zwischen, ne? Ma, ist ich weiß nicht, ob es auch in China oder in Korea, also in anderen ostasiatischen Denktraditionen üblich ist, Ma als ein ästhetisches Komponente zu betonen. Ki ist, also Ki hat wirklich sehr starke chinesische, also Hintergrund, und das ist etwas wirklich, also in China war es wirklich etwas sinnlich Wahrnehmbares, und Ki ist da auch als feinstoffliches, und das existiert in der Wirklichkeit in dem Raum. Und ob man dieses Denken mit der Ästhetik von Ma so direkt kombinieren kann, weiß ich nicht. Aber also, diese Antwort wäre vielleicht zu vorsichtig. Also wenn ich da noch dazu also hinzufügen dürfte, finde ich zum Beispiel sehr interessant, was Soseki, also wie ich schon erwähnt habe, über das Yohaku schreibt. Yohaku von zum Beispiel in dem Malerei von Hasega Tohaku, Shōin-zu. Also das ist ein typisches Beispiel, also das ganz berühmte Malerei. Ein typisches Beispiel von Ki-in Seido. Das ist ein chinesischer Ausdruck für die Bewertung des Malerei. Ki-in-Seido heißt ungefähr, dass Ki fließt und lebt sozusagen dynamisch in den Raum, wo auch nichts gemalt ist. Also, und das könnte vielleicht, das könnte man vielleicht mit der Ästhetik von Ma, also gut kombinieren. Inzwischen das Objekt,
Also ich bin der Meinung, dass man die Spaltung von Subjekt und Objekt nicht voraussetzen soll, sondern diese Spaltung kommt nachher, also während der Begegnung von Leibesphäre und also Atmosphäre. Und es ist auch interessant, dass Bin Kimura, also Kimura Bin, also der Meinung gewesen ist, dass das I, das S in der deutschen Sprache dem Qi ähnlich ist. Also es ist mir kalt oder es ist kalt, es ist mir kalt, es, was das es ist. Also danach haben viele Denker in Europa gefragt, also nicht nur Freud und Grotek. Und, aber Kimura ist der Meinung, dass das es ein überpersönlicher oder also ja, überpersönlich, also ich weiß nicht mehr, ob, wie er also ganz präzise ausgedrückt hat, aber ungefähr so, also dass das S einen Platz oder einen Ort eröffnet, wo das Geschehen also überhaupt sich ergeben kann. Und es ist mir kalt, dieses mir, Dativ, ist auch für ihn sehr wichtig, weil es nicht das Subjektiv bezeichnet, sondern nur als etwas Passives, also andeutet. Also das ist wichtig, also, wenn man das hier auch in Bezug auf die deutsche Sprache überreden möchte. Vielen Dank. Or the last discussion part. So thank you very much for your presentation. Thank you very much.